Seit dem Vulkanausbruch auf der Isla Nubla im Pazifik leben Dinosaurier unter uns. Und sie gefährden die Menschen. 37 durch Dinosaurier bedingte Todesfälle gab es allein im letzten Jahr. Eine Fernsehdokumentation schildert das schwierige Zusammenleben mit den Urzeitriesen. Dinosaurier sind in unserer Welt. Und mit jeder Begegnung wird uns diese erschreckende Tatsache deutlicher bewusst. Wie kam es dazu? 3 Jahrzehnte sind seit den tödlichen Zwischenfällen im Jurassic Park vergangen und noch immer suchen wir Wege für ein friedliches Miteinander mit diesen Tieren. Nach dem verheerenden Ausbruch des lange untätigen Vulkans auf der Isla Nubla wurden die überlebenden Tiere aufs Festland gebracht. Viele größere Prädatoren wurden gefangen, aber die restlichen Tiere sind hier verstreut, im Big Rock Nationalpark. Die meisten leben in der Wildnis. Die, die sich in die Zivilisation vorgewagt haben, finden ungewohnte Bedingungen vor. Die örtlichen Behörden warnen davor, dass die Tiere unberechenbar sind und wenn hungrig, gehen sie extrem brachial vor. Mit der Verbreitung der Dinosaurier entstand ein globaler Schwarzmarkt. Im Kampf gegen zunehmende illegale Wilderei vergab der US-Kongress die alleinigen Fangrechte an den Weltkonzern Biosyn Genetics. Der Chef von Biosyn, Louis Dodgson, gibt dem Fernsehteam ein Interview. Bei Biosyn sind wir der Idee verpflichtet, dass wir durch Dinosaurier sehr viel mehr über uns selbst erfahren können. CEO Louis Dodgson hat in den italienischen Dolomiten ein Schutzgebiet errichtet. Dort wird das uralte Immunsystem der Dinosaurier auf einzigartige pharmazeutische Eigenschaften erforscht. Während Biosyn von verantwortungsvollem Umgang mit der Macht der Genetik spricht, bleibt die Öffentlichkeit skeptisch. Kritische Stimmen sind der Meinung, dass Biosyn durch die Regierungsverträge durchaus massive Gewinnsteigerungen erzielt. Zudem halten sich Gerüchte über ein geklontes Mädchen, welches auf äußerst mysteriöse Weise verschwand und nach dem die ganze Welt sucht. Einige glauben, dass sie genetisch identisch mit Charlotte Lockwood ist, der verstorbenen Tochter von Jurassic Park-Mitbegründer Benjamin Lockwood. Nachdem wir das Aussterben dieser Tiere rückgängig gemacht haben, können wir die Konsequenzen tragen? Sind wir verantwortlich für sie? Oder sollten sie sich selbst überlassen bleiben? Während wir uns an eine sich ständig verändernde Welt anpassen, müssen wir Antworten auf diese Fragen finden. Für ihre Sicherheit sowie für unsere.